Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. So bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streuner und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du ihm ja bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrau auf unser Steck. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Und? Los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1 an Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Kat, nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geben wir ihn Feuerschutz.
Sie wissen, was Sie zu tun haben, Kerl. Anton 1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Tiger haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Sie haben es gehört, Kerz. Vorrücken. Jawohl, Kommandant. Und Verteidigungen zerstören. Die Amerikaner laufen davon. Stefan hat ihnen Angst gemacht, hä? Jawohl.
Oberkommando hier, Anton 1. Befehl bestätigt. Rücken jetzt zum Ziel vor. Da ist die Artillerie. Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant. Gnade, Schwäche. Ich werde meine Mutter stolz machen. Uhr.
Mein Gott, ich kann nicht. Das war verdammt knapp. An alle verbliebenen Panzereinheiten. Rücken Sie zum Sammelpunkt vor und attackieren Sie alle Feindeinheiten, denen Sie begegnen. Danach bringen Sie die feindlichen Truppen aus der Stadt zurück. Herz! Ja, Kommandant. Das ist ein Hinterhalt. Schröder! Der Schuss ist abgeprallt! Weiter! Diese Bastarde sind verrückt! Die haben keine Chance gegen Tiger! Treffer! Bringen Sie uns zur Brücke. Was? Was sagt ihr da? Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Angriff nicht abbrechen. Das ist Selbstmord. Wir werden alle draufgehen. Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben. Das sind einfach zu viele. Beruhig dich, Mann. Herrgott, nochmal. Ruhe! Alle! Halten Sie den Mund. Wir sind gleich an der Brücke. Machen wir einfach. Das Ziel ist erledigt!
viele, Herr im Himmel. So viele. Sie haben Panzer, aber wir haben einen Tiger. Bestätige Treffer. Was war das? Bericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, Herr Gott, noch mal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter. Ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Hartmann, wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe,
Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz, bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Wenn die so weitermachen, haben wir ein Problem. So schnell es geht. Nur noch eine Sekunde. Treffer!
Scheiße! Komm schon, Stefan, das ist jetzt echt kein guter Zeitpunkt. Können Sie es reparieren? Vielleicht. Dauert aber eine Weile. Was ist mit dem Panzerknacker? Kerz, bringen Sie Stefan wieder zum Laufen. Ich schlage mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Du bist verrückt, Peter! Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch von Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann voller Fehler.
Peter?
Kraft und die Stärke. Ich denke, das war's. Alles fertig!